Okay, weiter geht's mit GTA 5. In der letzten Folge hat uns Lamar hier sitzen gelassen, ohne Fahrbahnuntersatz. Ist einfach abgezischt. Und wir können jetzt schauen, wie wir nach Hause kommen. Ich glaube, ich habe auch gerade eine SMS bekommen, ja. Ich dachte, sowas ist out. Stretch, komm raus, Alter. Stretch. Er hat seine Zeit abgesessen. Wir melden uns, Mann. Wer ist Stretch? Ist das ein Hund? Ja, ich glaube, das ist ein Hund. Na, egal. Es eilt, glaube ich, nicht. Er hat jetzt so lange gesessen im Knast, nehme ich mal an. Nicht am Klo. Vielleicht hat er auch einen Riesenhaufen gemacht und hat gesessen. Aber ich bezweifle es. Er meint wohl im Knast. Und ja, wir haben hier einen besseren Überblick. Letztes Mal, als ich die Folge beendet hatte, war hier ein Fragezeichen und da stand, ein Freak wäre bereit, mit uns zu reden. Oh, ich bin ja schon zu Hause. Mann, bin ich blöd. Das war gleich ums Eck. Oh Gott, na, ich muss mich erst eingewöhnen. Und ja, das Freak-Zeichen ist leider trotzdem weg. Hatte mich schon gefreut. Na, ich gehe mal nach Hause und schaue, wie es meiner Frau geht. Oder ich glaube, es ist meine Frau. Das Auto sollte ich vielleicht drinnen parken, ha? Das passt irgendwie nicht zum Layout hier. Meines Unterschlupfs. So, die Alte sitzt, glaube ich, wieder vor dem Fernseher. Nee, sie hat die Lockenwickler. Aha. Was, aha? Oh, sie hat den Walkman drin. Walkman ist falsch, den MP3-Player. Ich glaube, ich sollte mich heilen, ha? Ich habe beim letzten Schusswechsel einiges abbekommen. Wow! Schau dir den Chicken Becher an hier. Was ist denn das? Ein Chicken-Joghurt? Der ekelerregend. Tomato. Okay, da sind Tomaten drin, das geht ja noch. Und ein Bier. Soll ich ein Bier trinken? Ja, jeden Tag ein Bier. Das macht uns noch nicht zum Alkoholiker. Jeden Tag zwei Bier? Kann man diskutieren. Ob das schon in den Bereich des Alkoholismus fällt. So, wie nehme ich das eigentlich? Mit Y passiert gar nichts. Mit B auch nicht. Ich lebe einfach so, ja, das sieht man. Und du isst auch einfach so. So aussieht. Nein, in das Schlafzimmer traue ich mich nicht. Die tragen irgendwas. Die Cola ist auch immer voll. Ist nicht sehr durstig, der Mann. Obwohl, er ist auch nie zu Hause, wegen der Frau hier. Den Fernseher. Ah, den könnte ich jetzt einschalten, verstehe. Was ist dieser Knopf? Vielleicht mache ich auch so das Health Pack auf. Probier's mal. Ich bin immer noch in der Eingewöhnungsphase, sorry Leute. Das ist mein erstes GTA. Ich nehme mal an, das ist Allgemeinwissen, wenn man GTA 4 zumindest gespielt hat. Ich glaube, hier ist nichts zu tun. Umziehen will ich mich jetzt auch noch nicht. Ich habe das Zeug erst eine Woche an, das geht schon noch. Wir könnten ja in die Waschstraße fahren und ich mache das Fenster auf. Wow, gibt ja die Skyline. Ist noch nicht ganz fertig, aber es ist ein Anfang. Vier Häuser macht noch keine Skyline, sage ich euch. Obwohl, Los Angeles ist nicht gerade für seine Skyscraper bekannt, eher für seine ausladenden Bossenviertel. Die schauen auch nicht sehr freundlich aus. Ich glaube, denen gehe ich aus dem Weg. Ja, soll ich jetzt schon zum Stretch? Ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes machen, aber was? Das sind meine Spezialfähigkeiten. Die brauche ich jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie man eine Mission anwählt. Komplikationen, ja.
Aber was? Aber wie? Ein Gefallen im Schlepptau. Wie wähle ich diese Missionen an? Lass mir das verraten. Es passiert nämlich so nichts. Mail haben wir ja keine bekommen. Ne, das ist immer noch die Tanisha Marks, die mir noch Rätsel aufgibt. Internet brauche ich jetzt auch nicht. Ich versuch's mal mit der Karte. Ne, das ist die Kameraeinstellung. Das ist der richtige Knopf. Karte. Ja. Zoomen. Jawohl. So wird ein Schuh draus. Das ist der Strip Club. Eigenartig. Mit einem Stöckelschuh hätte ich jetzt den Strip Club nicht assoziiert. Aber gut. Autowaschanlage. Ist noch nicht nötig. Das ist der Friseursalon. Fahrgeschäft. Was ist denn ein Fahrgeschäft? Kino. Habe ich mir noch nicht verdient. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das heißt, wir fahren in den Strip Club. Das ist die richtige Reihenfolge, ne? Was heißt das? Ammo Nation mit Schießstand. Ah, das ist gleich in einem. Vielleicht macht er das dann automatisch. Also schlagen wir gleich zwei Klappen mit einer Fliege. Gut, ich nehme trotzdem das Auto. Vielleicht taucht nochmal irgendwo ein Fragezeichen auf. Schade, dass ich das verpasst habe, beziehungsweise dass es nicht mitgespeichert hat. Und wir schalten das Radio sicherheitshalber wieder. Nee, wir schalten. Nein, nicht schnell. Nein, nicht masturbieren. Wie schalte ich das Radio aus? So, ja. Ah, himmlische Ruhe. Und keine Copyright Strikes. Ich muss mir das erst anschauen, wie es anderen geht, aber als kleiner YouTuber hat man es nicht leicht mit Copyright Strikes, sage ich euch. Da gibt es gleich eine auf den Schädel. Es ist nicht weit. Wir fahren bei Rot natürlich. Ich bin farbenblind, das ist meine Ausrede. Aber hier geben wir den Vorrang, weil ich will mein neues Auto nicht beschädigen. Das hat übrigens, das wurde repariert über Nacht, während ich gespeichert hatte. Gut zu wissen. So, da scheißen wir uns nichts. Und ah, da ist ein Fragezeichen. Was? Jetzt bin ich extra. Ah, der ist daheim aufgetaucht. Jetzt fahre ich aber nochmal rundherum. Das interessiert mich jetzt. Der ist bei mir daheim. Wahrscheinlich. Oh, der Latrino-Lover von meiner Frau ist aufgetaucht. Wie komme ich denn da rüber? So. Siehst du? Ist wieder da. Okay. Wir steigen aus und überraschen ihn. Vielleicht am Hintereingang. Ne, der ist gar nicht im Haus. Will ich ihm auch geraten haben. Das erinnert mich auch an Red Dead Redemption, da gab es auch diese eigenartige Quests. Lonely Ass, oh. Oh, eine Transe! Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. Wie wär's mit dem Peeling? You said you was gonna help. Mit dem Reibeisen. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Ja, sie gestikuliert wild. Das hilft. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right.
Tanisha, ja, die hat mir eine Mail geschickt, dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben will. Seit sie mich kennt, ist ihr Leben den Bach runter. Sie läuft mir nach. Was ist? Ich hab... Ja, das parkt hinter der Mauer, Mann. Frau. Oder es. Da geht die... Hey! Nee, da ist die Garagentür aufgegangen. Ah, da gibt's auch eine Tür. Kannst du da drüber mit deinen Stöckel schon? Mal sehen, was sie macht. Ja, sie schafft's! Hey! Oh, jetzt ist ein Loch im Asphalt. Nee, das sind ja gar keine Stöckelschuhe, das sind High Heels. Nein, Plateauschuhe. Plateauschuhe heißt das. Ich bin im Bilde. Halt doch mal das Maul, ich kann mich nicht konzentrieren aufs Autofahren. Sie sagt, wir müssen... Also, Moment, Moment. So einfach ist das nicht. Ich muss den anderen Quest abwählen, weil sonst kriege ich... Hirnsausen. So, das war der Quest. Der Wegpunkt zum Hauptquest. Den will ich aber jetzt nicht machen. Das passt schon so. Wir nehmen genau den Wegpunkt als Anhaltspunkt und weichen keinen Millimeter ab. Sonst gibt es ein Chaos. Gut, dass es auch in Red Dead Redemption und dem Pferd einen Wegpunkt gab. GPS. Hey, ist der blöd? Mann, schau dir das an. Das ist nur, sind nur zwei Spuren, da Rindvieh. Oh, oh Gott. Grüner wird's nimmer. So, okay. Geradeaus. Ich orientiere mich an den anderen. Die stehen auch, also... Ich stehe aber am Zebrastreifen. Ich will auch nicht vor dem Missionsziel unangenehm auffallen. Also die Grünphasen, die sind wirklich eigenartig geschalten hier. Ich muss mal ein ernstes Wort mit dem Bürgermeister reden. Das ist nicht sehr kundenfreundlich. Schau, was ist da? Da wird es überhaupt nie grün. Nie! Jetzt haben die rot und wir auch. Jetzt haben alle rot. Jetzt fährt überhaupt niemand mehr. Was ist das für ein Scheiß? Kannst du mir das erklären? Lange mache ich das nicht mit, sage ich euch. Dann verliere ich die Geduld und fahre alles über den Haufen. Oh! Schau dir das an. Jetzt schaust eine Sekunde nicht drauf. Ich glaube, das Spiel reagiert darauf, wenn man die Ampel nicht im Bildmittelpunkt zentriert hat, dann schaltet sie auf grün. Macht sie absichtlich. Also das Fahrverhalten ist etwas gewöhnungsbedürftig. Was? Was ist das? Das ist ja die Polizei. Was mache ich denn bei der Polizei? Schau, LSPD. Los Santos. Police Department. Was, Homie? Wie? Drop-off Zone, no parking. Das ist unser Stichwort. Okay, und jetzt? Das ist dein Wagen? Oh Gott! Kannst du das mit den Plateauschuhen bedienen? Ah ne, ich muss fahren. Außer der Wagen kommt aus England. Was ich nicht glaube. Aber Highway Clearance könnte man wörtlich nehmen, vielleicht, und... Oh shit, und schon wieder ist das Radio an. Wir haben einen Radio-Tick. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. JB, da geht's rüber. Darf man das? A bucket. Ich glaube, das ist erlaubt, ja. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Gain. No pain. Shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. Und mein Schmerz ist groß im Moment. Es steuert sich
Scheiße, die Kamera ist so weit weg. Ah, das gibt's auch noch. Eine Dashboard Cam. Dashcam. Habe ich gerade die Ampel übersehen. Clearance. Highway Clearance steht da. Pass auf vor mir. Das steht da nicht so im Spaß, Highway Clearance. Vielleicht ist es auch ein Schreibfehler und es heißt Highway Clearance. Ich glaube, das ist es. Highway Clearance Patrol. Oh, es dämmert. Oh, ich hab Glück. Das erste Mal in meinem GTA 5 Leben. Das Ziel, was ist das Ziel? Das da drüben ist das Ziel. Ja, ich sollte mir angewöhnen, bei den Mission Briefings besser aufzupassen. Oh! Hombre! Das ist das Radio vom Nachbarwagen. Mann, das kann ich leider nicht abschalten, sorry. Wegen dem Copyright-Zeug. Sind mir die Handy gebunden? Ach, leck mich. Aber das Beschleunigungsverhalten von dem Truck ist realistisch. Er zieht nicht so weg. Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Was? In Kran? Ah, ich muss jemanden abschleppen. Verstehe. Na, jetzt nicht. Später dann, hoffe ich. Was jetzt? Wir sind noch nicht da, ne? Hi, Baby. Back it up nice and steady. Was? Dass dann hinter, direkt vor dem Vordern hinter das Zielfahrzeug steht. Ja, wir sind noch nicht beim Zielfahrzeug. Das ist das Zielfahrzeug. Der Weg ist das Zielfahrzeug. Ups. Okay, we are in, baby. We are in. Let's get this back to the lot. Gott sei Dank nicht nur im Wagen. This was not how I saw my day going. Das ist geil. Ich glaube, dass... Da haben wir der Polizei Arbeit erspart, ha? Wir arbeiten im Namen des Gesetzes. Ui. Aber wer bremst jetzt hinten? Niemand, ja? Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. Ich glaube, der hinten hat die Handbremse angezogen, der Wagen. Wir schleifen ihn schon auf den Felgen mit. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. Schau dir den an. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Das war eine geile Mission. Wir müssen ohnehin abbiegen. Wir reihen uns bereits richtig ein. Nein, noch nicht. Oh Gott, diese Ampeln. Ups. Der hat die Ruhe weg. Was macht denn der da? Lädt er gerade seine Waffe nach? Nee. Der hat Nerven, mich anzuhupen, Mann. Wir biegen ein, koste es, was es wolle. Rot, grün oder gelb? Spielt keine Rolle. Davis. Wir sind in der Davis Street. Und die Zäune gehen automatisch auf in dem Spiel. Alle Zäune. Und auch alle Garagentore. Ist mir aufgefallen. Ups, schon wieder falsche Spur. Schneller kann ich leider nicht fahren. Ups, kann ich auch retour fahren? Ja, okay, es geht schon. Drop,
They get real finicky when we don't leave it in the right place. Okay, da rein oder da rein? Weiß ich jetzt nicht. Hey! Mann! Das war jetzt nicht meine Schuld. Yeah! You know how I like it. All right, Sugar, you can unhook it now. Nein, noch nicht. Es steht noch nicht richtig. Jetzt. Jetzt steht's. Naja, steht noch nicht. Mann! Es ist schwer, rückwärts zu fahren mit dem Fahrzeug. Oh Gott, ich bin so dämlich. Wie soll ich da jemals... What's your 1020? We need to move it along. So, jetzt. Ja. Ciao. Perfekt. Nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber... Anything you need, you holler at me. Okay. Fährst du jetzt weiter, oder... Ah, es speichert, sehr gut. Ja, muss ich auch drücken. Ja, die Missionszeit habe ich leider überschritten. Aber ich habe dafür den Abkopplungsbonus. Was immer das auch heißt. Ich hätte lieber den Einkopplungsbonus gehabt. Und den gab es nicht. Und da ist schon wieder eine Mission. Franklin Clinton, who do you think, JB? Da ist unser Auto. Das hat jemand schön säuberlich eingepackt, während wir weg waren. Das ist ein Service. Und rate mal, was an ist. Nein! Oh Gott! Ich hab den falschen Knopf erwischt. Scheiße, die Polizei kommt. Ich glaube, das kann ich Ihnen nicht verklickern. Ich habe den falschen Knopf erwischt. Zählt, glaube ich, nicht. Ich brauche eine Seitenstraße. Schnell. Also, das ist Seiten... Nee, das ist... I shit all over my shirt. Bitte nicht. Ich glaube, das ist eine Seitenstraße, ha? Huh? Ja. Ich glaube, die Gefahr ist vorbei, ha? Was ist die Hupe übrigens? Was wollte ich jetzt? Was wollte ich vorhin? Als ich den falschen Knopf erwischt habe. Oh nein, nein! Oh Gott! Oh shit! Das war auch nicht so geplant. Fuck! Komm ich denn da wieder rauf? Oh Gott. Alles geht schief. Jetzt habe ich so einen schönen Abdog-Bonus erhalten und dann ist es den Bach runtergegangen. Ab da ging's bergab. Ja, ich weiß, was ich wollte. Nee, das ist wieder dasselbe Scheiß. Ich wollte das Radio ausmachen. Ich hab's auch vorher auch geschafft. Jetzt auf einmal geht's nicht. Oh, jetzt. Fuck, nur weil man einmal in die Luft schießt. Ich hab doch ohnehin meine eigenen Scheiben zerschossen. Keiner ist zu Schaden gekommen. Tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Und machen uns auf den Weg. Nein, nein. Auf den Weg Richtung Hauptmission. Genau hier. Zu Simeon. Klingt wie ein Schimpanse. Ich glaube, einer von Planet der Affen hieß Simeon. Wenn wir heute noch ankommen, aber ich glaube, es ist wurscht, weil sowieso schon alles im Arsch. Schön. Ich
scheißen ab jetzt auf Verkehrsregeln. Das ging bei L.A. Noir auch nur kurze Zeit gut. Irgendwann verliert man die Geduld. Wisst ihr? Passiert nichts. Man wird nicht bestraft. Oh Gott, ja, man wird bestraft. Sie werden auf dem Radar notiert. Ich sehe nichts. Und wieso ist der Cop immer noch auf meinen Fersen? Oder ist das, war das ein Ereignis? Ah, das ist kein Cop. Das war das Ereignis. Scheiße, ich hab's verpasst. Ich will darüber. So, da kommen wir eigentlich genau wieder an einem Fragezeichen vorbei. Shit. Kann ich widerstehen, ist die Frage. Glaube nicht. Heute noch, wenn es geht. Oh. Mir ist aufgefallen, nachts ist mehr Verkehr wie untertags. Mann, nur weil der nicht gefahren ist. Jetzt haben wir eine ganze, einen ganzen Cycle verloren. Power Street. So, hier. Maul. Ist ja nicht, dass mein Kotflügel fehlt. Mit mir ist nicht zu spaßen. Ich war gerade im Abwasserkanal. So, hier ist was? Was soll denn das sein? Oh, fuck, bin ich bewaffnet? Moment, ich muss meinen... Ich bin unbewaffnet. Ja, ich würde aber gerne die Waffe nicht in der Hand halten. Es geht. Ja? Was ist mit ihm? Ah, der Pfarrer. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Das ist ein Missionar. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? Oh nein, nicht and das. And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. Kein racing, bitte. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny, oh shit, besorg dein Auto. Das zählt nicht, oder was? Jetzt? Begib dich zum Rennen. Oh shit, jetzt muss ich wieder abwählen. Sonst bin ich verwirrt. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich abwählen. So, jetzt mach mal einen U-Turn. Siehst du? Die habe ich noch nicht verlernt. Gelingen mir auch in State of Decay immer wieder. Oh Gott, mit dem Auto. Mit meinem Spezialauto, ein Rennen. Das kann teuer werden. So, wo geht's los da? Are you racing or watching, Franklin? Let's Nein! Da, Gott. Ich sehe schwarz. Einen habe ich schon mal. Gut, dass ich die Richtungs... Ui. Richtungs... Die haben bessere Autos als ich. Mein Auto ist scheiße. Oh. Oh Gott. Der hat mich abgedrängt, der Arsch. Ah, das war ohnehin im Weg. Motorhaube ist im Weg. Jetzt hat der Motor mehr Luft. Fährt schneller dadurch. Ein altes Geheimrezept. Schaut, die fahren sich gegenseitig über den Haufen. Ach ne, das ist ja gar kein... Das war keiner von... Oh Gott! Wegen der einen Lampe hier! Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich glaube, ich werde letzter.
Letzter ist auch nicht so schlecht, oder? Gibt's einen Trostpreis? Ich nehme das Essen auf Rädern mit. Natürlich ging das eine Rindvieh-Lampendreck-Dings. Wenn die Kamera nicht ständig schwenken würde, wäre mir wohler. Ich glaube, die warten auf mich. Schau dir das bescheuerte Lenkverhalten. Ich glaube, mein Auto ist auch beschädigt durch den Sturz in... Oi. Durch den Sturz in den Abwasserkanal. Das frage ich mich auch. Naja, es ist der erste Versuch. Seid nicht zu streng mit mir. Und das Auto war völlig im Arsch, bevor ich überhaupt losgefahren bin, zu meiner Verteidigung. Also, man konnte gar nicht gewinnen. Das sind Voraussetzungen hier. Zwischen weiß ich ein bisschen besser, wo es lang geht. Ja, Mission fehlgeschlagen, das war zu befürchten. Das war zu befürchten, aber ich versuche es jetzt nicht nochmal, solange ich nicht ein besseres Auto habe. Es wäre wahrscheinlich zu gewinnen gewesen, aber... Nein, ich muss nochmal! Okay. Sieht so aus, als bekämen wir eine zweite Chance. Los! Oh fuck! Er zieht ab! Bleifuß! Aus dem Weg! Mann, kann ich nicht mithalten, ha? Get back here, dickhead! Der hat den schnellsten Wagen, das steht fest. Aber ich bremse später. Das ist der Unterschied. Und hier lang. Es ist jetzt ein bisschen heller, leichter zu steuern als in der Nacht. So, jetzt gilt es aufpassen. Das ist die schwerste Stelle. Hier verliert man leicht. Ist da, als wäre ich ums Haar geradeaus gefahren. Ich habe nämlich hier noch die Wegmarker von der Hauptmission blöderweise wieder aktiviert. Die verwirren auf der Karte. Nein, 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 du Rindvieh! Arschgesicht! Verblödet. Oh, er ist auch angefahren. Ich nehme es zurück. Ist mir sympathisch. Noch eine Runde. Wieso gibt es zwei Runden, wenn ich in Führung liege? Sobald ich in Führung liege, könnten sie aufhören. Mich fragst. Oioioi. Ich hoffe, meine Nerven machen das mit. Gerade in der letzten Runde. Da ist es heikel. Meistens versagen da meine Nerven. Jetzt bloß gegen keinen Pfosten knallen. Da vorne ist nämlich schon das Ziel. Noch nicht ganz. Hier. Oh, ich höre meine Konkurrenz hinten. Das war geil. Da vorne ist das Ziel. Jawohl. Geschafft. Und jetzt? $200. Das ist alles.
Okay. Zu kurz gekommen. Nix da. Unfallfreies Rennen habe ich nicht geschafft. Okay. Mit diesem Sieg verabschieden wir uns aus dieser Folge und schauen, wie es nächstes Mal weitergeht. Mit der Hauptmission. Also, bis dann. Tschüss.